Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Illusion of Time. Wir waren das letzte Mal in der Wasserstadt stehen geblieben. Ich habe mir noch einen Speicherpunkt gesucht, den ich hier auch gefunden habe. Ein Gebäude. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich denke mal, wir sollen jetzt für die Überraschungsparty alles vorbereiten. Wir gehen auf jeden Fall mal zurück zu den anderen. Ich glaube, die waren hier gewesen, oder? Oder auch nicht. Dann doch hier. Lasst uns Lillys Geburtstag feiern, solange wir alle zusammen sind. Ihr seid lieb. Jeder hat sich an meinen Geburtstag erinnert. Du bist du überrascht? Es sollte nämlich eine Überraschung werden. Kara, hol das Geschenk. Hier ist eine Geburtstagstorte. Neal hat sie gebacken. Das stimmt, mein erster Kuchen. Es war schwieriger als meine Diplomarbeit. Ich danke euch allen. Ich bin das glücklichste Mädchen auf der Welt. So begann Lillys kleine Geburtstagsparty. Die Party endete spät nachts. Oh, Lilly, kann ich dich mal kurz sprechen? Ich warte draußen. Nanu, ich wundere mich, was... Entschuldigt mich bitte, ich bin gleich wieder da. Irgendwas stimmt doch da nicht, oder? Was? Du bist nicht du selbst. Entspanne dich. Du hast recht. Ich bin völlig durcheinander. Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Ich hoffe, es gefällt dir. Oh, Lance. Ein Blumenstrauß. Aus Rosen? Rosenknospen. Sie werden sich zu Blüten entfalten. Sie riechen so gut. Vielen Dank. Sie sind wundervoll. Ich habe noch etwas für dich. Etwas, was ich dir sagen möchte. Ja? Es fällt mir sehr schwer, es dir zu sagen, Lilly. Lilly, ich liebe dich. Du musst jetzt nichts antworten. Aber ich musste dir einfach sagen, wie ich fühle. Lilly, warte. Wir hatten keine Ahnung, was geschehen war. Doch an diesem Abend blieb Lillys Zimmer leer. Als ich heute Morgen erwachte, war Lance verschwunden. Was ist mit Lance und Lilly geschehen? Ich mache mir Sorgen. Hehe, ich habe etwas Tolles gefunden. Es liegt hinterm Haus, eine Art Buch. Ich habe das immer noch nicht gefunden, das Buch. Das Haus auf diesem Floß gibt mir die Idee für eine große neue Erfindung. Wo hat er das Buch gefunden? So. Wo ist das Buch? Wo ist das Buch? Wo ist das Buch? Ich finde das Buch nicht. Naja, gut. Ich versuche jetzt mal irgendwie Lilly zu finden. Vielleicht können wir sie ja irgendwo anders finden, ne? Ich weiß es nicht. Meinte sie ist in der Engelstadt? Ich guck noch mal hier. Vielleicht hier irgendwo. Aber warum sollte sie hier drinne sein?
Neues Juwel gefunden. Brief von Lance. Guck gleich mal. Ich habe einen Brief von Lance. Eröffnet Lance Brief. Ich bin auf dem Weg zur chinesischen Mauer. Es muss ein Geheimnis bleiben, aber du sollst es erfahren. Ich stecke diesen Brief in dein Gepäck und hoffe, du findest ihn. Die Dorfbewohner sagen, bei der großen Mauer gäbe es ein Heilmittel für meinen Vater. Es ist ein langer Weg, aber ich würde alles tun, um meinem Vater zu helfen. Mach dir keine Sorgen. PS, Lilly hat mich verlassen. Müsstet ihr nicht zusammen gewesen sein, damit sie dich verlässt? Aber okay, ja. Ich denke mal, es wird besser sein, ich folge ihm. Auf zur chinesischen Mauer. So, weiter Weg. Schauen wir mal. Ich muss mal ganz kurz den Sitz hier etwas. Oha. Da. So, jetzt schon besser. Okay. Schwierig. Ich folgte Lenz Spur bis zur chinesischen Mauer. Das Bauwerk zog sich bis zum entfernten Horizont. Warum greifst du mich an? Okay. Ein flammendes Inferno. Also willkommen sind wir auf jeden Fall nicht. So, schauen wir mal weiter. Oh, das wird übel. Au, au, au. Okay, 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 sehr gut. So, machen wir das Ganze so. Sehr gut. So, ja, weiter. Au. Das scheint hier unten noch viel weiter zu gehen. Wir gehen mal kurz hoch. Irgendwas ist hier. Ein kleiner Stein fällt. Das ist ein Teil einer Kette, die Lance für Lilly fertigte. Ich hole den Stein auf. Oder er hebt den Stein auf. Au. So. Gucken wir mal weiter. Warum trifft er mich? Ich bin doch in der Mitte. Sehr gut.
So, jetzt haben wir das auch erledigt. Da unten wären wir noch weitergekommen, aber... Ich glaube, wir sollten noch mal runtergehen. Ich will unbedingt wissen, was da unten noch ist. Ja, jetzt muss er halt mal warten. Da sind wir doch ein ganzes Stück schon weitergelaufen. Achso, hier wäre nichts mehr gewesen. Gut. Außer halt das letzte Monster. Gut, aber besser, ich bin noch mal auf Nummer sicher gegangen, als wenn ich dann doch noch was suche. So, einmal weiter. Okay. Führt nur der Weg nach unten. Ein weiter Weg. Oh je. So. Oh, weg, 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 weg. Ja, war klar, dass sie mich treffen. Aber ich kann die auch abwehren, ne? So, was haben wir hier? Rotes Juwel gefunden. Nase krabbelt. Weiter geht's. Hier kommen wir jetzt auch hoch. So, hier geht's weiter. Eine Schlange. Na, ich würde erstmal hier reingehen wollen. Jetzt wieder hoch, weit. Hier ist auch wieder was. Kleiner Stein fällt auf. Das ist ein Teil der Kette, die Lance für Lily fertigte. Die müssen wir wahrscheinlich hier ran. Denk mal hier außen. Na, du brauchst nicht mehr zu schießen. Schon geht's weiter. Warte. Suchst du nach Lance? Ich begleite dich.
Ich begebe mich in deine Tasche, Will. So lass uns losziehen. Aber wie es dann hier weitergeht, sie wäre es in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch und sag schon mal bis dahin. Euer Paddy und ciao.